Okay, einmal zurück. Wir können noch mal über die Felder gehen, aber wir haben nahrungsmäßig, wir sind bei 100 Wasser und wir sind bei 71 Nahrung, aber das geht eigentlich. Mit dem, was wir haben, können wir uns eine Weile über Wasser halten. Wir werden sowieso noch mal ein bisschen was... Wie schnell? Der ist gerade von 0 auf 100 gegangen, der Kollege. Verschieß ein bisschen viel Pfeile. Hallo, Flugbahn des Pfeils? So, hättest du eigentlich gar nicht geflogen, aber okay. Er ist weg. Haken wir's ab. Ist das eine Astkrone? Achso, weil wir da einen Baum zerlegt haben, stimmt. 12, 11. Ja, das passt eigentlich. So, wir packen aus. Wir nehmen mal den Wagenheber hier mit. Den Grapefruit-Saft können wir mitnehmen zum Essen. Das packen wir alles raus. Bolzen müssen wir gleich mal gucken. Das Wasser nehmen wir mit. Die Nadel kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Polizei geht immer. Station, also wann ist ja nicht dabei, also stirbt keiner. Machen wir Polizeistationen? Ah, Moment, nee, Moment. Ha. Wir haben ein Problem. Eins. Zwei. Wir haben einen Schraubendreher ohne Ende. Wir haben keine Haarklammern. Wir können zwei knacken. Es lohnt sich. Nee. Wir haben einen wichtigen Punkt vergessen. Wir haben einen Schraubendreher. Wir haben keine Haarklammern. Nee, das lohnt nicht. Das lohnt nicht. Bei mir waren wieder in der Station einige Schränke offen. Ist das für euch auch so? Nee, eigentlich sind alle dicht. Also ich hatte noch nie einen offenen Schrank in der Polizeistation. Wir haben keine Haarklammern gefunden. Wir streichen das von der Liste. Wir laufen jetzt einmal... Es lohnt sich eigentlich hier unten... Nee, wir laufen direkt durch. Wir laufen durch, aber wir laufen nicht direkt durch. Wir laufen über die Wiese hinten. Wobei, hier sind auch welche. Wir laufen trotzdem durch die Wiese. Da sind auch welche. Können wir noch eine Wassermelone... Bingo. Erschöpfung C1 haben wir schon, okay. Wir hauen uns jetzt den Magen voll mit einer Wassermelone. Wir können die nicht mitschleppen, die ist zu groß. Und zu schwer. Bogenschießen übrigens Experte 100%. Mega. Oh, guck mal, Gewehre. Immer so ein bisschen dahinter. Wir müssen aufpassen, dass wir uns den Magen nicht zu voll schlagen. Wenn ich die komplett essen würde, würde mein Magen explodieren, mehr oder weniger. Wir haben nicht viel Kalorien drauf. Aber besser wie nichts. Also ich würde sagen, das reicht. Ciao. Drei Einheiten haben wir nur gegessen. Also wir sollten unseren Bogen wieder einsammeln. Aber wir haben noch die Spitzhacke. Das soll die Spitzhacke unbedingt noch weglegen. Und ich revidiere. Die müssen wir neu craften. Ist aber kein Problem. Wir haben Wasser, wir haben Trinken. Wir haben leider nach wie vor auch noch keinen Faden gefunden. Das ist ein bisschen scheiße. Aber wir ziehen jetzt einmal los. In der Hoffnung, dass wir... Wir werden ein paar Puppets auf dem Weg haben. Idealerweise nicht so viele. Wir ziehen Richtung Krankenhaus. Wir brauchen zwei Räder. Das heißt, wir müssen... Ein Rad können wir im Rucksack und eins können wir tragen. Hier müsste ein Rad reinpassen. Dann hätten wir zumindest die zwei Räder. Das Problem ist... Achso, wir brauchen den scheiß Fahrersitz. Können wir ein Rad in unsere Motorradjacke stauen? Ich glaube nicht, oder? Wir müssen gucken. Notfalls müssen wir eine Kiste craften und mehrmals laufen. Ach, du bist ein militärischer. Alles andere wäre mit der Menge an Pfeilen ohne Probleme dead gewesen. Der Military allerdings nicht. Ah, ja, Sinn. Massiv viele.
Flugbahn einberechnen. Funktioniert. Okay, Pfeile können wir uns noch craften, ist alles kein Problem. Solange wir den Kopf treffen, reichen Holzpfeile. Tatsächlich, man muss sich aber erstmal wieder den Luxus ein bisschen abgewöhnen, den wir halt hatten. Mit den ganzen Carbonpfeilen allen drum und dran, 100-Pfund-Bogen. Alles nicht mehr so einfach. Nochmal eine Nadel, aber wir haben bis jetzt keinen einzigen Faden gefunden. Was eine Ist kann auch werden, aber gucken wir mal. In der Bar waren wir. Glaube, ja, müsste mal gewesen sein. Das Auto hatten wir noch nicht. Hier können wir mal kurz reinsprinten. Liegt jetzt ein bisschen außerhalb, hier sind weniger Puppets. $91 schon wieder. Müssen gucken, wie wir das Zeug geschleppt kriegen. Sieht dann aus wie das Michelin-Männchen. Das wäre mir egal, wenn ich das Zeug getragen kriege. Und mir ist tatsächlich 2 Reifen. Wobei, wir können notfalls mit 3 Reifen ein Stück zumindest fahren. Aber der Sitz ist ein Problem. Der Sitz. Da können wir tatsächlich nochmal hochgucken. Hier liegt gerne mal auch eine Waffe rum oder irgendwas in der Richtung. Eine Schrotze zum Beispiel. Das Lootgeräusch der Kisten hört sich seltsam an. Also hier oben. Oder auch mal ein Hunter-Magazin oder irgendwas anderes in der Richtung. Oder einfach nur Pestizide. So, okay. War das hier oder war das da? Nee, warte mal, hier? Nee, hier. Da spawnt auch gerne mal ein Fahrzeug. Da standen immer mal wieder welche. Hier eigentlich auch. Wir haben ja jedes Mal welche gefunden. Unten auch, aber ich will jetzt eigentlich nicht nach unten schauen. Ich würde eigentlich hier lang laufen wollen. Sehen wir das von hier aus? Wir können höchstens mal rüberschieben, wenn wir das von hier aus sehen. Aber hinlaufen möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ob da ein Fahrzeug wäre. Idealerweise ein Volkswagen mit einem Fahrersitz. Und 2 Rädern. Das sehen wir von hier aus, glaube ich, gar nicht, oder? Muss aufpassen, dass wir nicht in irgendjemand rein... Da ist es. Nee, das siehst du von hier aus nicht. Da stehen Pilze übrigens, die man essen kann. Nee, das hier sind, die Pilze, glaube ich. Das müssen die Pilze mit Halluzinationen sein. Sehen wir mal das von hier? Also hier tatsächlich. Ach komm, wir laufen schnell hin. Scheiß drauf. Wir müssen eh darüber, dann laufen wir da schnell hin. Aber das siehst du tatsächlich von hier gar nicht. Das lädt nicht. Und dann laufen wir hoch. Wir haben nicht so viel dadurch verloren. Aber tatsächlich, da war immer mal ein Auto gestanden. Seht ihr was? Das ist das kaputte Auto, was da rumsteht. Ja, wenn nicht, vielleicht finden wir da wenigstens einen Faden oder sowas. Nee, hier steht nichts rum. Fahrrad, Motorrad. Fahrrad wäre cool. Nö. Ah, jetzt bin ich da. Jetzt looten wir es auch. Aber hier. Tatsächlich hier vor dem... Okay, eine Schub... Wir haben doch was gefunden, die Schubkarre. Na, es lohnt sich nicht, glaube ich. Wir haben eine Schubkarre hätten wir gefunden, tatsächlich. Metallschubkarre. Cool. Also, wenn wir jetzt lootmäßig hier mega was finden, können wir das da notfalls reinlegen. Yes! Okay, hat sich doch gelohnt. Die Truckerjacke. Ja, können wir mitnehmen. Aber wir haben einen Faden und einen würzigen Fleisch. Okay, es hat sich gelohnt. Kein Auto, aber Essen und Faden. Ich bin erfreut. Ich bin notorischer Küchenmessersammler. Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht und die sind leider nichts wert. Genauso wie Küchenbretter. Küchenbretter und Küchenmesser. Küchenbretter habe ich ja mal, keine Ahnung, das Einzige, was ich jemals immer gefunden habe, war Küchenbretter. Ich weiß auch nicht, warum. Reparieren. Ja, die Schuhe werden wir schon mal reparieren. Den Rest reparieren wir erstmal nicht. Wir haben nur einen Faden bis jetzt gefunden, nämlich. Wir müssen ein bisschen sparsam sein mit dem Ding. Bis wir einen zweiten haben, zumindest. Deswegen erstmal ein bisschen sparsam. Gucken wir mal hier, ob da noch was da ist. Samen sind erstmal irrelevant.
Ja, hochgucken wir jetzt nicht, da wird schon nichts liegen. Wahrscheinlich oben die Hunter jetzt oder sowas. So, nichtsdestotrotz, jetzt geht's einmal Richtung Krankenhaus. Das heißt, wir flitzen jetzt hier einmal quer durch. Beim Krankenhaus selber werden wir ein bisschen was looten. Wir werden jetzt nicht irgendwie Bücher looten gehen oder sowas. Lohnt sich einfach momentan nicht, weil wir die Bücher nicht transportiert bekommen. Aber wir können mal nach Autos gucken beim Krankenhaus. Tatsächlich gibt es mehrere Spawns, sehr viele Spawns sogar beim Krankenhaus, was Autos angeht. Und Motorräder, Fahrräder, was auch immer. Und es gibt die ein oder andere Werkstatt, wo man zumindest nochmal Werkzeugkisten bekommen kann und andere lustige Sachen, die uns vielleicht dann auch schon wieder weiterhelfen. Und wenn wir natürlich einen Hochstand sehen, ihr wisst, ihr kennt mich, Hochstand heißt, wir klettern da drauf rum. Und da ist die Straße. Mir ist ziemlich warm. Können wir... Ich hab's zugeklappt. Wir können ein bisschen was ausziehen, tatsächlich im Moment. Ich habe saufe immer Faden und Bretter. Faden tatsächlich leider nicht. Hätte ich gerne. Würde ich nicht nein sagen. Bei Faden. So, wir haben 100 Wasser und 82 Nahrung. Also das ist erstmal okay. Schon die Pilze überall. Und jetzt müssen wir erstmal eine ganze Weile laufen, bis wir da hinkommen. Dann geht's weiter Richtung, mir war so... In der Wildnis spawnen auch Puppets. Bis wir dann Richtung des Schrottplatzes kommen. Die Räder... Ich lasse es einfach laufen, wenn ich nicht pinkeln kann. Die Räder sind kein Problem beim Schrottplatz. Ich mache mir tatsächlich halt nur Sorgen wegen des Fahrersitzes für den Volkswagen. Das könnte das größte Problem werden. Nächste, das ist auch so ein Tick. Es wird alles geflickt und zugenäht. Ja, ja, würde ich gerne. Aber dafür brauchen wir noch ein Nähset-Backup. Bevor ich damit anfangen kann. Können wir nicht querfett einlatschen? Geradeaus müsste eine Abkürzung sein eigentlich. Müssen wir aufpassen, dass jetzt vor uns keine Puppets spawnen, aber wenn wir eine gewisse Laufgeschwindigkeit haben, außer sie haben es geändert mit dem Patch, sollten wir nicht in Puppets rennen. Also Puppets sollten immer wenn dann hinter uns spawnen und nie vor uns spawnen. Ah, gucken wir mal. Krankenhaus selber ist zwar eine coole Loot-Location und man kann sehr viel rauslooten, aber wir gucken nur mal über die Parkplätze. Die Werkstätten im Gebäude selber. Man findet gerne mal gelbe Schraubendreher im Krankenhaus. Ist auch geil. Aber im Moment Priorität anders. Aber mal gucken, vielleicht finden wir ein Fahrzeug. Sonst haben wir tatsächlich auf dem Weg. Theoretisch wäre cool, bei der Tanke hier unten vorbeizuschauen. Und bei der Fabrik hier unten wären auch Fahrzeugspawns. Bei der Tanke wäre wieder ein Fahrradspawn oder ein Rucksack oder militärische Köcher. Hier oben ist halt gar nichts. Also vielleicht machen wir noch einen kleinen Schlenker nach unten und laufen den Weg tatsächlich, den kleinen Umweg. Der könnte sich lohnen. Oder zumindest auf dem Rückweg, dass wir den Rückweg hier runter setzen, hier dann vorbeisetzen. Wobei wir laufen eher querfeldein. Gucken wir mal. Jetzt ist die Frage, Problem, wir sind mitten im Spawn. Ja. Ich hätte nicht anhalten sollen. Jetzt sind wir mittendrin gelandet. In der Soße. Ja, wir müssen zwar darüber, aber wir können theoretisch auch da hoch. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht an den großen, dicken Büschen vorbeilaufen, weil ich sehe auch nicht alles und höre nicht alles. Recht viel tatsächlich, aber nicht alles. Aber die sind jetzt alle hier gespawnt. Die 10, 20 Stück. Oben werden zwar auch welche spawnen, aber dann gehen wir einfach nachher noch mehr hier runter und gucken erstmal oben nach Fahrzeugen. Gelbe Schraubendreher im Krankenhaus für die Hüftprothesen. Keine Ahnung wofür, aber ja, tatsächlich in den, vor allem in den Schreibtischen
immer wieder fündig geworden bei den Dingern. Das gehört aber doch jemand. Das gehört niemandem? Wieso steht das Ding mitten auf der Straße? Es gehört Pepe. Wieso steht das Ding mitten auf der Straße? Aber es wurde wohl nicht bewegt, weil es ist im Bogen gebackt. Wir haben ein Fahrrad. Das macht es wiederum einiges leichter. Das löst nicht unser Transportproblem, aber das löst unser Fahrproblem. Okay, wir haben ein Fahrrad gefunden. Nett. Wenn der Doc wieder an der Schwester rumschrauben. Oh Gott. Jetzt wird's aber hier. Freunde. Okay, wir haben einen Mountainbike gefunden. Nett. Ja, so ist es nämlich nicht mehr in den Boden reingebackt. Hier ist hoffentlich jetzt wirklich... Also wenn jetzt hier einer ist und er sein Fahrrad wieder haben möchte, gebe ich ihm sein Fahrrad wieder zurück. Also so bin ich nicht, aber... Weil es halt mitten auf der Straße auch steht. Aber interessant. Da oben... Müssen wir noch drauf... Da oben sind noch Parkplätze. Da sollten wir noch kurz reingucken. Wir können aber auch hier mal reingucken. Ist das neu, dass hier Wasser ist? Mir fällt... Seit wann ist hier eine Pfütze? Wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir jetzt hier genau treiben. Aber wir haben ein Fahrrad und wir haben einen Volkswagen. Ja, läuft im Moment ganz gut für uns. So, hier nach wie vor eigentlich Vorführeffekt, keine Kochbücher. Tagebücher nach wie vor, 2 Milliarden Stück. Kein Kochbuch, interessant. Haben sie das geändert, dass sie keine Kochbücher mehr spawnen? Oh, okay. Das ist geil. Brechstange. Damit können wir alles aufbrechen. Wenn wir möchten. Also die komplette Polizeistation könnten wir notfalls mit dem Brecheisen halt aufstemmen. Haben die tatsächlich Kochbücher entfernt oder habe ich einfach nur Pech? Ah, ich habe nur Pech, okay. Wir haben nur Pech. Brechstange ist aber geil. Ah, wir haben... Draußen direkt Puppets. Müssen ein bisschen aufpassen. Ist doch eher so, dass der Doc die Schwester inzwischen zum Fressen gern hat. Vernaschen 2.0. Um Gottes Willen. Freunde. Es entwickelt sich in eine falsche Richtung. Wenn wir es nicht überleben, beiße ich mir einen Arsch, weil wir hier ein Fahrrad stehen haben und alles. Aber ich will oben gucken, ob nicht doch noch ein Auto gespawnt wäre. Wir gucken mal kurz hoch. Ist das ein... Ist der neu bemalt? Da unten ist einer. Bist du neu? Nee. Sahst du... Nee, sein Gesicht sieht nur ein bisschen komisch aus. Okay, also Fahrrad, wissen wir, wo es steht. Hier übrigens ein bisschen scheiße, wenn du... Hier sind wir schon... Ja, genau, deswegen. Hier sind wir schon beinahe mal gestorben. Ernsthaft? Weil genau hier auf so einem Felsen zu kämpfen, glaube ich, die beschissenste Idee ist, die du machen kannst. Die 3 Pfeile hätte ich aber gern wieder. Die waren teuer. Danke. Oh Gott. Moin. Ich will eigentlich nur da hochgucken. Da ist, glaube ich, der Parkplatz, wenn ich jetzt ansatzweise richtig liege. Oh Gott. Ja, okay, warte mal. Können wir nicht da hoch? Jetzt wird's abenteuerlich. Können wir hier hoch? Ja, oder? Muss aufpassen. Währenddessen sucht Baby Kochbücher. Was? Ich habe heute 20 Kochbücher rausgeholt. Ja, es geht nach wie vor. Die sind gar nicht schlecht zum Verkaufen. Okay, es... Ja, vielleicht wären wir doch anders da besser ge... Na, ja, egal. Jetzt sind wir da. Jetzt laufe ich da hin. Scheiß drauf. Ich meine, runterspringen können wir ja immerhin. Hier übrigens kann kein Auto spawnen, soweit ich das weiß. Hier oben nicht, nur bei den Parkplätzen. Aber dann nehmen wir hier das zumindest noch mit. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas. Eine militärische kurze Hose zum Beispiel. Danke. Gekauft.
Die Motorradhose nehmen wir mal mit, solange wir Platz haben. Arbeitshandschuhe. Sind wir lieber wie die Wollhandschuhe? Mal abgesehen davon, wir brauchen eh Handschuhe, weil Verletzungsgefahr. Ja, nach wie vor besteht. Für die Händchen. Die zarten Hände, die wir haben. Samenpäckchen für Zwiebeln. Eine Axt. Nett. Draht können wir auch mal mitnehmen. Bleiblatte wäre cool, dann können wir eine große Kiste craften. Die brauchen wir nicht mehr mitschleppen. So, wo ist denn jetzt hier dieses Wo ist denn der Parkplatz? Der war doch hier. Oder da hinten. Wo war denn dieser Parkplatz? Da hinten, oder was? Ah, da hinten, glaube ich. Wo war denn der Parkplatz? Da. Okay. Am ganz anderen Ende. Aber heute Geburtstag, da bleibe ich auch nicht lange. Legolas, guten Abend und alles Gute zum Geburtstag. Kleiner Fun Fact. Du hast genau an dem gleichen Tag Geburtstag wie meine Tochter. Die hat heute auch Geburtstag gehabt. Die schläft allerdings schon. Und herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Schöner Tag zum Geburtstag feiern. Und gerne natürlich auch mal vom Chat alles Gute an Legolas. Das wäre jetzt angebracht. Muss ein bisschen aufpassen, was ich hier treibe. Und Legolas, ich hoffe, du hast es mitbekommen. Vibe auf dem Server. Alles von vorne. Okay, kein Auto. Schade. Aber wir können hier kurz reingucken. Also wirst du dich immer wieder dran erinnern. Ja, jetzt schon. Ich werde jetzt immer an dich denken, an diesen Tag. Du hast es geschafft, Legolas. Yes, Werkzeugkistchen. Nahrung 77. Okay, Apfel. 300 Kalorien der Fleischschneck, 66 nur der Kopfsalat. Wie sieht es eigentlich mit unserem Magen aus, Team? Okay, die Melone ist schon komplett weg. Und für deine Tochter und Lego, das alles Liebe und Gute. Ich werde es ausrichten morgen, wenn sie wieder wach ist. Und danke. So, den Salat haben wir drin. Die Nadel packt mal hier hin. Das Ding packt mal dahin. Dahin und dahin. Halt. Ah, shit, welche Kiste war es denn jetzt? Die hier. Das hier hin. Deswegen loote ich ja gerne. Du findest wirklich gute Werkzeugkisten in dem Ding. Oh, ein Bauhelm. Ich habe schon gestern gemerkt, war nur kurz drin, weil die Entwickler was von Soft-Vibe geschrieben haben. Ja, also Gold ist nach wie vor da, also wenn ihr Gold hattet, 6 Ruhmpunkte schon. Gold ist nach wie vor da, Ruhmpunkte sind alle gelöscht. Oh, guck mal, der Martin ist auch gerade da mit 6, auch 6 Ruhmpunkte. Und Gold bleibt da diesmal, Charakterwerte sind natürlich auch da geblieben. Alles andere wurde gelöscht. War klar, wo wir die MK18 bekommen haben, dass der Vibe gleich kommt. Es war abzusehen. Schraubendreher finde ich momentan ohne Ende. Ich tatsächlich würde den Bauhelm aufsetzen. Der ist erstmal besser wie nichts. Also der schützt ein bisschen die Birne. Nicht mega, aber ein bisschen. Ein Faden. Freunde. 9 Einheiten. Yes. Okay, wir werden einmal durchreparieren gleich. Gucken wir mal. Aber wir haben einen Wolfswagen gefunden und wir haben ein Fahrrad. Mit dem Fahrrad können wir tatsächlich hin und her fahren. Das Problem ist, der Fahrersitz für den Wolfswagen. Da sehe ich nach wie vor das größte Problem im Moment. So. Also. Reparatur. Nimmt jetzt das Kit? Nee, oder? Nee, Gott sei Dank nicht. Reparatur. Reparatur. Einmal alles durchjagen. Die Militärhose ist schon mal ganz cool, dass wir haben.
Die Schuhe sollten wir immer wieder mal durchjagen. 5 Einheiten, Reparatur. Das Ding können wir noch reparieren. Idealerweise kriegen wir den. Ja, wir kriegen den weg. Dann haben wir direkt den neuen. Einwandfrei. So muss laufen. Der Anzeige mit den Ruhmpunkten gefällt mir gar nicht. Bin gewohnt, dass es immer angezeigt wird und nicht, wenn ich das Menü aufmache. Bin ich bei dir. Mir fehlt unten mein kleines Männchen tatsächlich. Ich fand das UI war gut. Überarbeitung hätte es nicht gebraucht, aber sind für mich relativ, also ich fand es relativ sinnfrei, das Ding jetzt zu bearbeiten. Da wären andere Baustellen wichtiger gewesen wie das. Aber hier sind nicht die Entwickler. Keine Ahnung. Aber wenn sie das UI anders gestalten wollen, ist es halt so. Man kann übrigens mittlerweile das UI zwangsweise... Ich muss jetzt pinkeln. Schon wieder? Man kann das UI jetzt an... Also vom Server-Einstellung könnte ich das UI ausblenden, sodass man keine Nahrungs- und Gesundheitsanzeige mehr hat. Und keine Waffenanzeige mehr hat. Also dass der komplette Bildschirm praktisch leer ist. Und man nur noch, wenn man hier reintappt, seine Gesundheit und Nahrung und alles sieht. Könnte man einstellen. Aber ich werde es so lassen, weil... Ich sehe da keinen Mehrwert jetzt irgendwie draus, oder dass es mehr schwerer wird es vielleicht ein bisschen, weil man nicht mehr so seine Statuswerte sofort sieht, aber ich finde es eher lästig dann auch. Also ab einem gewissen Punkt finde ich es einfach auch nur noch bescheuert. Okay. Hier wäre auch ein Autospawn, aber wie man sieht, ist kein Auto da. Aber hier wäre ein Spawnpunkt. Okay, bisschen Metall. Das Gebäude lass mal liegen. Die Frage ist, ob wir hier... Ja, unten können wir kurz reinschauen. Wie gesagt, ich habe hier gute Erfahrungen mit... Das zieht uns Wasser, aber... Wir sind bei 86 Nahrung. Schwer ist nicht. Weizenmehl zieht uns halt jetzt wirklich Wasser. Muss mal gucken. Der Raum ist definitiv neu gestaltet. Es sieht seltsam aus, ehrlich gesagt. Das Schöne ist, mittlerweile, wenn sie neue Büsche hinzufügen, fällt es nicht mehr auf, weil so viele Büsche reingekommen sind ins Game, dass es dir tatsächlich nicht mehr auffallen kann, wenn neue Büsche ins Game kommen. Irgendwo ist das auch traurig, aber ja, mittlerweile, also ich habe jetzt keinen neuen Busch gefunden. So, wir holen mal unser Fahrrädchen. Außer es ist doch einer da gewesen, der das jetzt beansprucht. Aber ich glaube nicht. Nächstes Update dann am nächsten auf Version 0.8. Ja, gucken wir mal. Also, bis Version 1.0 kommt, werden noch einige Patches kommen. Also, wir haben jetzt gerade mal die Dropships getestet, die nicht funktionieren. Wer hätte es gedacht? Achso, Dropship-Mechanik. Ist jeder im Bild oder soll ich das einmal kurz umreißen? Oh, wir schwitzen. Da haben wir wenig Klamotten an. Und wir sind sehr stylisch unterwegs. Es ist besser, wir laufen. Moin. Ah, wir werden wohl gleich weiterfahren müssen. Ah, ist eine doofe Idee. Gottes Willen, das fährt sich wie nichts Gutes auf jeden Fall. Wir werden gleich nochmal drehen müssen. Ich will eigentlich unten entlang. Weil so würden wir jetzt hier oben entlang fahren. Ich will aber unten. Wir fahren jetzt mit dem Fahrrad, fahren wir definitiv bei der Tanke vorbei. Wir müssen nur mal gucken. Vielleicht muss ich noch was ausziehen. Wir werden wohl die Jacke nur loswerden müssen. Problem ist, ich kann die nicht loswerden. Zumindest nicht so ohne weiteres. Der Helm passt super zum Rad. Ja? Ja, dann. Moin. Bergab mit 40 km/h immerhin. Ich will hier noch kurz gucken, ob hier noch ein Autospawn wäre, aber ich glaube eher nicht. Aber wir haben ein Fahrrad. Ich meine, ich bin erstmal happy. Hier ist nix. Unten können wir noch gucken. Aber es sieht erstmal gut aus.
bitte gerne erklären. Also, Dropship-Mechanik. Ist momentan ausgestellt, es gibt jetzt Dropships. Ships. Nagel mich nicht auf den Namen fest. Folgendes, die fliegen, also es gibt mehrere Versionen praktisch davon. Jetzt gucken wir ganz kurz nach Auto. Nee. Moment, Weg. Ja, hier runter und einer Straße folgen. Es gibt mehrere Varianten. Es gibt eins, das beispielsweise, das fliegt durch die Map, ist so ein großes schwarzes Schiff, was durch die Map fliegen soll. Und wenn dich das sieht, wird das Ding auf dich feuern. Das ist von Tech 01, so zur Story, wurde das entsandt, um die Insel sicherer wieder zu machen oder um dir dementsprechend auf den Sack zu gehen und das Ganze interessanter zu machen für die Show. Und wenn dich das Ding sieht, das wird sich wohl ankündigen durch ein relativ lautes Fluggeräusch. Muss man sich idealerweise irgendwo in einen Busch reinlegen, beispielsweise in einem Wald verstecken oder wie auch immer, damit ich das Ding nicht sieht und orten kann. Wenn ich das Ding sieht und ortet, ist es so, dass es dich beschießen wird. Ob es auf alle schießt oder ob es auf Unbewaffnete nicht schießt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es wird wahrscheinlich auf dich drauf schießen und dich dann dementsprechend umbringen, relativ zügig, weil das Ding hat halt eine Minigun oder sowas an Bord. Ist natürlich ein Problem. Dann gibt es eine andere Version, das ist so, wenn man einen verlassenen Bunker den Alarm auslöst, kommt das Dropship und setzt hier einen Sentry vor den Ausgang des verlassenen Bunkers dann dementsprechend rein. Das heißt, sein Ausgang wird praktisch durch einen Sentry versperrt. Das ist eine Variante, das kann auch sein, dass wenn man einen Sentry abschießt, beispielsweise beim Flughafen, wo es wohl momentan funktioniert oder hätte funktionieren können, dass wenn man Sentry abschießt, ein Dropship kommt und einen neuen Sentry dort runtersetzt oder absetzt und dann spawnen lässt. Und dann gibt es noch eine Variante, die höchst, also die best ausgebauteste Basis des Servers wird regelmäßig von so einem Dropship dann angegriffen. Das heißt, es fliegt zu der Basis hin und man muss diese Basis dann gegen dieses Schiff verteidigen. Es gibt einen Trailer dazu, wo einer mit einer Panzerfaust auf das Ding schießt und das Ding abstürzt. Ich sehe da das Problem, dass das vielleicht ähnlich läuft wie mit den Sentries, dass du am Ende mit 9 Panzerfaustdingern draufschießen musst, bis das Kackding kaputt ist. Ist bei Sentries ja nach wie vor so, du brauchst 9-mal Panzerfaustschuss auf das Ding, bis das Ding umkippt. Ist viel zu viel, viel zu viel. Und ein Riesenproblem momentan. Wenn auch das Dropship dann Sentries vor deiner Basis absetzt oder vor den verlassenen Bunker absetzt, wenn die Sentries nach wie vor so viele Kugeln fressen, also 400-500 Kugeln oder 9-mal mit der Panzerfaust draufschießen, ist das ein riesengroßes Problem. Und das müssten sie auf jeden Fall ändern, damit du das Dropship mit einem Schuss, den du erstmal treffen musst auch, absägen kannst oder es dementsprechend kaputt geht dadurch. Dann müsste man vielleicht mal den Loot anpassen, den Sentries droppen und Dropships dann auch runterfallen lassen. Wobei, da weiß ich nicht, was sie gemacht haben. Kann sein, dass sie da auch was gedreht haben dran. Aber ich finde die Mechanik momentan, so wie die Sentries zumindest momentan sind, völlig fragwürdig und völlig daneben. Mal abgesehen davon, dass das Ding, wenn das Ding vor deiner Basis die Gatling Gun ausbaut, hast du ein mehr als ein Problem. Wir müssen kurz warten, ich habe keine Ausdauer mehr. Hast du ein riesen Problem. Also, die Mechanik weiß ich nicht. Hätten sie mal lieber irgendwas anderes ins Game reingebaut, wie die Dinger im Moment. Also, die ist cool, dass es sowas dann gibt und dass die über die Map fliegen und du ausweichen müsstest und so weiter. Das macht das Ganze so ein bisschen versteckmäßig. Also, dass du dich dann irgendwie in den Wald eben flüchten musst, dass es hier über dich rüberfliegt und dich sucht oder wie auch immer. Die Mechanik an und für sich ist cool. Die Umsetzung ist mal wieder sehr fragwürdig momentan. Ist auch die Frage, wie sie es genau umgesetzt bekommen, überhaupt das Ganze. Müsste man mal gucken. Also ich halte es momentan für Blödsinn. Aber im Moment gehen sie sowieso nicht. Per Server-Einstellung kann man, drei Einstellungen kann man, die ich gerade erklärt habe, diese drei Optionen, die es gibt, musste man einzeln in den Server-Einstellungen ausschalten. Die habe ich ausgeschaltet. Das Problem ist, sobald das Ding gekommen ist, ist der Server abgekracht. Also die fixen momentan das, oder versuchen das Problem in den Griff zu kriegen. Na gut, wir machen es so. Ist jetzt auch ein bisschen risky mit dem Fahrrad. Sah aus, wie wenn da ein Speer liegt. Wir haben Spawn. Ich höre Schritte. Ich höre aber nichts. Oh, ich höre nichts lachen. Da steht ein Leica. Okay. Motor ist drin. Okay, wir haben einen Volkswagen und wir haben den Leica gefunden. Das ist die Frage, wenn ein Fahrer... Es ist kein Fahrersitz drin, das sehe ich jetzt schon durchs Fenster. Oh, Haselnuss ist gut. Und wir haben wieder keinen Rucksack und kein
militärischen Köcher leider. Oh, okay. Moment, wir müssen umbauen. Die brauchen wir. Das ist unser Wassergewinn. Ach nee. Ernsthaft? Wie viel Wasser finde ich denn heute? Das ist ja nicht feierlich. Normalerweise findest du nie Wasser. Normalerweise ist immer alles leer. Interessant. Sieht aus, wie wenn da was lehnt, aber das ist kein Fahrrad. Aber wir haben einen Leica gefunden hier, Freunde. Deswegen meine ich 0.8 wieder, das ganze Hordenchaos etc. wieder weg. Ja, also sagen wir es so, die können die Horden drin lassen, aber das Ganze gehört überarbeitet und geändert und Puppets wieder in Gebäude spawnen lassen. Ich bin mal gespannt. Sie haben ja mit dem Patch es auch geändert. Cool. Dass Puppets jetzt auf Silencer nicht mehr so reagieren, wie sie davor reagiert haben. Wir haben eine Autobatterie, wir haben einen Motor, wir haben... Ach, ich finde die Lichtmaschine bei dem Leica nicht. Die fehlt, oder? Ist sie nicht... Ist sie nicht hier? Eigentlich können wir das ganz leicht rausfinden. Wir haben ein bisschen Benzin drin. What? Fahrzeug auf Wagenheber warten. Wir haben... Wir haben keine Lichtmaschine drin, ist blau, die Lichtmaschine fehlt. Das ist ein Problem. Anspringen schwierig. Service beenden. Es fehlt der Fahrersitz. Auch völlig für die Tonne. Und wir haben einen Reifen dran, aber der Fahrersitz fehlt. Aber damit haben wir die Möglichkeit. Damit haben wir zumindest die Möglichkeit. Können wir das Auto noch unseres nennen? Beziehungsweise, wir nennen es Wa... Hallo? Hä? Muss, mir ist ziemlich warm. Wieso kann ich den Namen nicht... Namen vergeben? Ah! Das müssen wir nur schreiben können. Wanni, Wanni. Ich sehe das Schild... Ah, hier. Okay. Wanni. Wir haben den Leica mit Motor. Die Lichtmaschine fehlt, der Fahrersitz. Also Fahrersitz Leica, Fahrersitz Volkswagen. Räder 3 für den Leica, 2 für den Volkswagen. Ich hoffe, ihr schreibt mit. Ich hoffe, ihr schreibt alle mit. Okay, dann gucken wir zur Zementfabrik. Kurz die militärischen Loot-Punkte auf jeden Fall an. Den machen wir schnell weg, sonst rennt uns sehr näher und das ist schneller. War sogar ein Kopfschuss. Oder, ja, wobei Hals vielleicht. Lassen wir mal die Küche im Dorf. Lichtmaschine ist weg, ja. Leider. Auf der einen Seite erleichtern sie dir den Einstieg. Fahrräder zum Beispiel. Um dir dann aber so ein Dropship an den Hals zu setzen. Ja. Aber das Schöne ist ja, bei Scum, du kannst alles individuell einstellen, wie du möchtest. Du kannst dir einen Server suchen, der zu dir passt. Du kannst einen eigenen Server stellen. Das ist immer ganz geil, dass sie dir alle Optionen offen lassen. Also du kannst auch ohne Dropship spielen, wenn du es möchtest. Man kann übrigens auch die Option rausnehmen, damit man auf dem Boden spawnt. Also man kann auch diese Erleichterung rausnehmen zum Beispiel. Was ich machen würde, weil... oder dass man in einem sicheren Gebiet spawnt. Weil ganz ehrlich, ich möchte den Server zumindest so haben, dass es schwer ist. So, wir gehen hier einmal durch den militärischen Loot schnell durch. Ach shit, wir hätten den Leica. Und wir müssen zurück zum Leica, aber jetzt... Ist egal, jetzt steigen wir erstmal ab. Wir müssen unseren Loot können wir da reinlegen. Ich hält in den Leica. Ist aber egal. Machen wir erstmal so. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier so finden an Loot. Wir müssen vor allem ein paar Klamotten loswerden. Dahin nehmen wir, wir nehmen hier auch die militärischen Loot nehmen wir mit. Die Dinger hier nehmen wir mit. Vielleicht finden wir eine Schrotflinte. Oder was anderes Lustiges. Ah ja, Spawn. Gucken wir einfach mal, was wir so kriegen. Wird lustig. Nichts ist gut. Nichts ist besser. Nichts ist noch besser.